Moin Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen. Ihr merkt, ich sehe vielleicht schon etwas zerstört aus. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die neue Season gestartet ist und wir zocken wie die Geistesgestörten. Ich glaube, ich habe jetzt 8 Stunden am Stück gezockt. Es war auch 1.30 Uhr. Ich will schnell die Begrüßungsformel noch einsprechen für euch. Und ja, und bevor die... Sorry, ich bin schon völlig breit. Bevor die neuen Videos kommen zu der neuen Season, gibt es nochmal ein kurzes Feedback-Video oder besser gesagt ein Erinnerungsvideo an die guten Events, die wir in der letzten Season hatten. Am Ende hat mir richtig, richtig gut gefallen, hat übelst viel Spaß gemacht. Ich habe die Dinger so gefeiert, also ich habe selber ja noch nie erlebt, so ein Pre-Vibe-Event. War auf jeden Fall richtig, richtig nice. Also danke BSG für diesen Spaß, den ich da hatte mit meinen Leuten und ich glaube alle anderen auch. Gute Ideen gehabt mit dem Nebel und alles. Und ja, und dann auch noch das PMC Scav Exit Event. Und darum geht es auch heute. Und ja, zieht's euch rein, wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns. Oh, ich muss ins Bett. Tschüssi. Das ist der Wahnsinn. Da ist der Gedanke dabei sein, alles. Ja. Scavlands? Achso, du bist noch gar nicht da, oder? Ja, jetzt komme ich. Ah, jetzt. Wo sind wir denn? Das ist Heating Pipe, würde ich sagen. Ja, wo ist denn das Gebäude? Von hier aus links, ne? Ja, da. Mhm. Hinten, da hinten. Vielleicht warten ja schon welche auf uns. Ja. Dann gehe ich mit einem Bahn raus und du mit einem Bahn raus. Nee, wir gehen direkt zusammen. Ah, okay. Mal da oben sind sie doch schon. Zählt das, wenn wir jetzt gleich rausgehen? Naja. Da kommen sie, komm hier. Ja. Katze, komm hier. Ja. Geil. Wie sie gewartet haben. Hab ich dir noch gesagt. Ja. Oh nein. Ach, zu schön. Hauptsache, wir kriegen jetzt Schotter. Naja, wir können uns da noch eine Weile immer wieder als Kev rein können. Aber als Kev, ne? Die warten da alle. Und sobald du als Kev kommst, kommen sie aus der Verstecke. So geil. Mist, hier unten. Das tut sich aber auch nicht. Du kannst ja nichts anklicken hier unten. Like in the movie. Got a bad feeling about this. Pff. Ja, jetzt leck mich doch. Fat Terror Group. Ah, du kannst mit rechts klick. Hm? Kannst das zuweisen. Mit rechts. Du musst auf Kommando. Dann hast du dort deine ganzen Kommandos und dann klickst du rechts auf das Kommando, was du haben möchtest, und dann kannst du den F1 oder F2 bis F0 oder F10 auf 12 so zuweisen. Was meinst du denn mit Kommando? Was passiert, wenn du F1 bei dir drückst? Dann laber ich. Ach so. Drück mal zweimal F1 hintereinander. You motherfucker! Mist. Na, ich bin mal gespannt, ob die PMCs auch so freundlich sind wie die Scavs. Okay, I'm on it. Ceasefire. Hold your fire. Не стрелять. Прекратить огонь. Не стрелять. Да, так что вы, да? Covering. Ceasefire. Прекратить огонь. Не стрелять. Hold your fire. Let's move. Come on. Matze, hier alles steht, guck dir das an. Aber geil. Matze, clip it.
Hab ich. Ich nehm's auf. Oh, wir brauchen nur Scavs, Mann. Warum kommt da kein Scav her, Alter? Ja, gut, das dauert eine Weile, eh, die spawnen. Other guy saw a bear in this area. Da kommt Scav, oder? Ich weiß nicht, ich hab gerade auf der... Von der Richtung Heating Pipe was gehört. Не стрелять! Прекратить огонь! Hold your fire! Стрелять! Прекратить огонь! Cease fire! Не стрелять! Cease fire! Прекратить огонь! Не стрелять! Прекратить огонь! Не стрелять! Прекратить огонь! Не стрелять! Cease fire! Прекратить огонь! Hold your fire! Не стрелять! Aber ich habe mir schon überlegt, so mit einer gut, mit einer, was weiß ich, AKMS oder irgendwie sowas. 75 oder wie viel Schussmagazin hat die, ist das große Trommelmagazin. Und dann machst du hier die Kills deines Lebens. Scav, ja. Scav, yeah. Geil, es geht raus, die Kohle kommt. Klaus, die Kohle kommt rein. Oh. Das Spiel ist doch verrückt. Ich habe auch schon dann beim Major geschrieben, weil er da hatte ja noch so ein kurzes Infovideo. Sag ich so, was für herrlich verrückte Zeiten wir gerade hier erleben. Ich bin hier geradeaus runter, Richtung Zug. Hier, rechts, links, links. Da, ja, ich sehe dich, ja. Ja, blaue Flecke hatte ich immer, Unterarme waren immer blitzerblau. Vom Blocken und sowas. Aber trotzdem gut auch eingesteckt und so, aber toi toi toi, Rücken war stabil. Da kam ja, nichts mehr. Ja. Ja, Bandscheibe ist schon was eklig. Meine ist komplett rausgeploppt, mussten sie operieren. Uiuiui. Da warten sie schon wieder. Komm, Matze. Geht ihr als Scav jetzt auf oder als PMC? Als Scavs? Ist das alles hier? Ja, reicht ja einer. Na dann. Oh nein, ist das ein Scav? Ist auch ein Scav, ja. Wo sind die PMCs? Wieso hat denn der eigentlich gesprochen? Der hat Russisch gesprochen, ne? Ja. Ja, macht ja ein Scav halt, ne? Na, oh. Wie? Ah, jetzt kann ich was machen. Na, блядь, нажрись, сука! Капка ебаная! Ебашки парика! Гниды! Ah, jetzt! Was war denn das für eine Sau? Schießen wir auf Kontakt oder schießen wir dich? Nee, erstmal nicht. Okay. Sind wir hier richtig? Wo wollten wir hin? Naja, zum Scavlands. Das ist hier drüben. Wo sind wir hier überhaupt? Meine ich doch, sind wir doch richtig. Ach, hier. Ach da, ja. Ja, hier wir müssen hoch. Da links drüber rennen. Hm. Wer hat ein Maschinengewehr? Ich. Dann geh vor. Ja, wohin? Vor, wohin? Alle Mann geradeaus und rechts. Immer an der Kartenrand entlang. Ja. Will doch looten. Jo, du machst gleich 100.000. Ja. Das sind doch noch gar keine Scavs drin eigentlich, oder? Kommt dann erst nach 10 Minuten oder so. Ja, ja. Ja.
Wer schießt? Von hinten irgendjemand. Krofog ist, glaube ich, tot. Ja. Cease fire! Steph. Hold your fire! Hold your fire! Das ist ein Raider auf dem Bunker. Komm runter. Cease fire! Der Raider ist auf dem Bunker. Cease fire! Das war Killer. Das ist Killer. Cease fire! Hold your fire! Seid ihr schon am Exit? Ihr hocken sie schon zwei hier. Ja. Mann, ey. Hold your fire! Cease fire! Cease fire! Benji, bist du das? Ja. Ja. Hey! Er schießt. Keine Ahnung, wo es herkommt. Das ist Killer, der sitzt auf dem Bunker. Nee, nee, der nee, schießt nee, oben aus dem Haus raus, Matze. Geh da weg. Geh da weg, Matze. Habe ich meine hinten nicht belegt? Seid ihr immer noch unten im Exit? Ja, ja. Ja. Ich sag dir Bescheid, wenn Skeff hier ist, dann rennst du ja schnell rein. Ich glaube, da schießt oben aus dieser Kuppel da oben. Wir müssen ins Haus rüber rennen. Ja? Wir müssen da drüben in die Hütte reinrennen. Ich ja, ja, ja. Ich bin hier gerade reingerannt. Alter. Ja, die beiden Kollegen, die da vorne sitzen, sind tot. Oh, Scheiße. Ey, nur gut, dass wir noch reingerannt sind. Ja, ja. Wenn ihr das irgendwie schafft, könnt ihr meine Magazine mitbringen? Nee. Wie soll man die looten, wenn Killer da rumrennt? Außerdem sind wir ja schon ewig weit weg. Wir sind schon woanders, ja. Mhm. Sorry. Was für Magazin hast du dann gehabt? Ja, die 60er und... ist alles gut. Lass. Das kommt schon wieder, das ist versichert. Ich glaube nicht, dass da einer hingeht. Warum ihr auch da auch oben rumguckt seid? Warum nicht runter? Unten lang? Er ist doch unten lang, oder? Bisschen unten lang. Naja, genau. Nee, einer war oben. Killer war einer oben. Ich hab einen hochhinsehen. Nee, streit jetzt nicht ab. War nicht wir. Doch. Doch. Nee. Wir waren hinterm Rohr, Matze. Ja, wir waren hinterm Rohr und sind dann vor, dann hat uns Killer beschossen von oben. Ich hab doch gesehen, wie einer zum Bunker hochgerannt ist. Das war nicht wir. Der Killer. Ja, warum schießt er dann nicht auf mich? Das habe ich nicht, das kapiere ich jetzt irgendwie nicht. Was falsch? Also ihr wart aber schon bei der Pipeline gewesen. Da hinter der Pipeline. Ja, ja, hinter ach der Pipeline. Wir waren so. Schwarz an dem Panzer bei dem Wachturm. Ah, okay. Also, ich weiß, wer das Arschloch ist, ne? Der geschossen hat, ne? Ja. Teddy_Stark. Ach so, du hast ja die den schreiben wir gleich mal. Den beschimpfen wir. Ja. So. Oh, der Beutel ist wieder da. Hört ihr mich jetzt gut? Ja. Also wir hören dich, ja, aber... Erzähl mal, du musst schon ein bisschen mehr erzählen, damit man sich ein Bild machen kann. Naja, ich war heute so ein bisschen unterwegs und da dachte ich mir, Hab ich mal irgend so einen Typen in die Schnauze? Und da hat der Typ zu mir gesagt: Hau ab, du Blödmann. Du musst deinen Spruch sagen. Bernd, hold your fire. Komm raus. Die Skeps sind hier.
Benji, komm schnell. Ja, die Skeps sind hier, geil. Eine traurige Seele lehnte mit dem Kopf an der Wand und hat es nicht geschafft. Ich würde doch mal kurz pullern gehen, wenn ich ja, okay. meine 100.000 Dollar in Empfang genommen habe. Nee, geh erst pullern, das dauert eine Weile, die da sind. Ach so. In Empfang genommen.